Jetzt hat Bundespräsident Gauck die Fußballnationalmannschaft mit dem silbernen Lorbeerblatt geehrt. Es ist die höchste staatliche Sportauszeichnung in Deutschland. Mesut Özil. Sein unverkrampfter Umgang mit türkischen Wurzeln und deutschem Nationaltrikot ist vorbildlich für uns alle. Der Bambi 2010 für Integration geht an Mesut Özil. Der deutsche Ex-Nationalspieler Mesut Özil, der sorgt auf Instagram offenbar mit einem Tattoo für Aufsehen. Auf seiner Brust prangt nämlich das Symbol rechtsradikaler türkischer Nationalisten. Die Tätowierung zeigt einen heulenden Wolf und drei Halbmonde. Das sind Symbole der grauen Wölfe. Integration bedeutet gegenseitige Achtung und vor allem Respekt. Grauen Wölfe. Neben der nationalistischen Ideologie kam in den 1970er Jahren der Islam als prägendes Element hinzu. Kern ihrer Idee ist eigentlich, dass es das zentrale Turkvolk gibt in der Türkei, dass es viele weitere türkische Völker gibt in Zentralasien, im Balkan, und dass das große Ziel sein muss, das wieder zu vereinen und dass man sozusagen zur alten Größe des Osmanischen Reiches wieder aufsteigen kann. Integration bedeutet, Teil eines Ganzen zu werden, in das man sich einbringt, ohne seine Identität zu verlieren. Juden, Christen, Aleviten, alle sind sozusagen ihre Feinde. Durch Integration entsteht etwas Neues, eine bunte Republik Deutschland. Dankeschön. Ich garantiere es. Würde ich dich anlügen? Mesut Özil hat mir heute gesagt, ich bin hier aufgewachsen und stehe zu meinem Land. Ah! Ah! Drauf reingefallen! Sein unverkrampfter Umgang mit türkischen Wurzeln und deutschem Nationaltrikot ist vorbildlich für uns alle.